Watzke rückt nicht von Zielen ab. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke will trotz des durchwachsenen Starts in die Bundesliga nicht von den Saisonzielen der Borussia abrücken. Ziel sei die direkte Qualifikation zur Champions League, sagte der Geschäftsführer des BVB in der Bild. Man habe gewusst, dass es durch die Kaderverjüngung zu einigen Dellen kommen werde. Dies habe man kalkuliert, so der BVB-Boss weiter. Das Team hat in den letzten 5 Spielen 10 Punkte errungen, Bayern bezwungen und die Gruppe in der Champions League gewonnen. Somit weigere er sich, dies alles schlecht zu reden, so der 57-Jährige. Mourinho bittet zur Heiligabend-Session. Manchester United-Trainer Jose Mourinho setzt in diesem Jahr an Weihnachten für Spieler und Betreuer ein Training an. Die Session soll ab 16.30 Uhr im Old Trafford abgehalten werden, das berichtet die englische Boulevardzeitung Sun. Angeblich sollen die United-Spieler so besser auf die 2 Tage später stattfindende Partie gegen Sunderland vorbereitet werden. In den letzten beiden Jahren unter Louis van Gaal hatten Spieler und Betreuer an Heiligabend dagegen frei. Kleber in Hamburg vor dem Aus. Für den Innenverteidiger soll nach 2,5 Jahren und 40 Bundesligaspielen das Kapitel HSV zu Ende gehen. Kleber soll an den FC Santos verkauft werden. Ausgehandelt ist, dass die Hamburger für ihre Anteile 2,5 Millionen Euro Ablöse plus eine Bonuszahlung bei einem möglichen Weiterverkauf kassieren. Blitzcomeback für Campbell bei Bayer. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen rechnet nach seiner bruchähnlichen Verletzung im rechten Mittelfuß fest mit einem Blitzcomeback und will schon am Wochenende wieder spielen. Er werde diese Woche wieder anfangen zu trainieren. Wenn nichts Gravierendes passiere, gehe er davon aus, dass er Samstag gegen Ingolstadt dabei sein werde, sagte Kevin Campbell dem Kicker. Ursprünglich ist Leverkusen von einer 2-monatigen Verletzungspause ausgegangen. Wie sich jetzt jedoch herausstellte, liegt keine frische Fraktur vor. Munteres Stühlerücken beim HSV. Dietmar Beiersdorfer ist nicht mehr länger Vorstandsvorsitzender der HSV Fußballer AG. So gegen 13.30 Uhr hat er heute versucht, unbemerkt hier am Volkspark anzukommen. Aber wir haben ihn natürlich erwischt. Sein Parkplatz blieb lange Zeit leer und genau auf diesem wird ab Mittwoch Heribert Bruchhagen parken. Er, der neue starke Mann beim HSV. Die Trennung von Beiersdorfer, sie hat sich abgezeichnet. Grund dafür der schlechte Saisonstart und seine unglückliche Rolle in der Doppelfunktion. Mit den Sport 1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.